Trotz Anschauung konnte die Vorgabe von Acer Bice nicht erfüllen. Was? Wollen die unbedingt sponsoren sie Platz 7? Wieso? Was stimmt damit? Wieso nicht erfüllen? Eine reiche Platz 7 habe ich doch gemacht. Hä? Okay, ich wollte aber einen anderen Anzug haben. Von, ich glaube, Acer Bites war das. Nee, nicht UFO. Wo ist es denn? Acer Bites. Damals. Das war, glaube ich, dieser, der X-Flex. Weil der so schön zum Bike passt. So, jetzt passt das. Und jetzt gehen wir zum Century Link Field nach Seattle. Wieso die Vorgaben von Acer bis nicht erfüllen? Wollen die mich verarschen? Zweiter geworden, nicht siebter. Oh, das könnte eine interessante Strecke werden. Alleine schon, weil ich absolut keine Peilung habe, wo es hier lang geht. Okay, sehr viele Geraden. Einmal außenrum. Achso, da hinten geht es nochmal in eine Kurve und dann wird es klein. Okay. Ja, wie viel Platz man aus so einem Rechteck doch alles rausbekommt. Sieht aber alles nach Schotter aus. Ah, kriegen wir hin. Also 250er-Klasse kommen, war gut, klar. Nicht wie meine ersten Rennen, wo ich vollkommen verkackt habe. Ich voll gelitten. Genau. So habe ich gelitten. Naja. Los, lasst mich fahren. Lasst mich fahren. Bitte zum Sieg. Bitte zum Sieg. Ich habe einen neuen Anzug, also muss das auch. Ich gebe einfach jetzt schon Vollgas. Ach, und dann gibt er kein Gas. Also ich drehe noch durch. Okay, welchen Platz habe ich? 19. Ach, nicht schon wieder. Das hatte ich doch vorhin schon. Dieses Taj Mahal Pullepupse. Da fahre ich hier auf Kies? 15. Das heißt, ich muss noch 8 Plätze auf jeden Fall gut machen. Oh, ich glaube, da hat sich schon einer langgelegt. Okay, immerhin. 8er schon mal. Platz 7 brauche ich. Nein, bitte nicht vor den Pfosten da. Also wird man erstmal von den Leuten hier in die Zange genommen, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Das ist Platz 10. Moment mal, Dovalos? Was macht der so weit hier hinten? Oder hat er noch einen Bruder, der auch Dovalos heißt? Man kann ja alles durchaus möglich sein. Aber dass der Typ hier so weit hinten ist, das macht... Ja, will ich Kopf zerbrechen. Naja, kann man machen. Nichts. Ich bin jetzt Platz 6 und das ist auch... Ich denke mal gut so. Nicht gegen den Pfosten knallen. Oh, hier verliere ich so viel Zeit. Ja, immer noch Platz 6, aber mit... Auf jeden Fall der guten Chance, noch ein bisschen nach vorne zu fahren.
Immerhin jetzt schon mal Platz 5. Ah, das geht aber noch besser. So, Platz 3. Oh, da ist schon mal Platz 2, so einsam und verlassen. Und Platz 1, ja gut. Oh, das ist der Piesinger. Den Typen, den ich ja unbedingt knacken wollte. Wenn ich hier nicht so viel Zeit bei diesem blöden Sprung immer verlieren würde. Ach, jetzt ist der Piesinger auch noch Erster. Kann der nicht einfach mal gerade einen Unfall bauen? Weil den will ich unbedingt im Gesamtklassement noch erreichen, den Vogel. Weil dann ist der 4-Punkte-Vorsprung nämlich gleich wieder... Ja doch, die 4 Punkte, die er noch vor mir hatte, die sind dann nämlich wieder flöten. Und der Vogel vor mir landet. So. Ah, hier verblase ich immer Zeit. Oh, letzte Runde. Es geht um alles. Wir sind auf Platz 2. Der Piesinger ist direkt vor uns. Und ich leg mich aufs Maul. Das darf nicht wahr sein. Okay, damit ist Platz 1 definitiv Flöte. Ich kann noch versuchen, auf Platz 2, den ich mir jetzt gerade geholt habe, dass ich den wenigstens noch halte. Bei Platz 1, der hat 3 Sekunden Vorsprung, außer der Typ mault sich vielleicht noch. Nein, damit hat der Piesinger das Rennen gewonnen. Wir sind immerhin Platz 2. Immerhin vor diesem Dovalos-Heini. Aber naja, man kann halt nicht alles haben. Ja, Aaron Piesinger. So, wo ist denn der gelandet? Dovalos Platz 9. Alter Verwalter, ne. Immerhin 3 Punkte, das heißt 7 Punkte hat Plessinger noch vor uns jetzt. Dovalos kriegt 12. Wir haben 10 Punkte aufgeholt. Habe ich mir nicht einen neuen Anzug gekauft? Wieso habe ich jetzt wieder den Alpinen an? Ja, der Dovalos ist jetzt 4 Punkte vor uns und der andere 7. Ah, das ist ein Hin und Her. Immerhin, wir sind Platz 15 geworden. Oh, angepasste Meisterschaft. Nice, neuer Modus. Wieso habe ich kein neues? Ach, obwohl, wahrscheinlich geht das in der Story gar nicht. Ist ja auch wurscht. Wir haben ja noch ein paar Rennen vor uns. Ja, das verstehe ich nicht, warum der Anzug... So, jetzt aber. Ich habe jetzt mit der Leistung bei diesem Event zufrieden. Ja, das hört man doch mal gern. Wirklich klasse. Vor Ende der Meisterschaft. Sprachlos, Hashtag Legend. Ich kann es nicht glauben. Hashtag sprachlos. Sieg total Überlegenheit. Hä, ich habe doch gar nicht gewonnen. Hä? Ei nicht verstehen, was hier alle von mir wollen. Rice Eccles Stadium in Salt Lake City. Wer weiß, vielleicht haben wir danach ja auch die erste
250er Klasse durch. Kann sein, ich weiß es jetzt gar nicht, welches Rennen das jetzt von welchem ist. Aber Rang 3 in der Meisterschaft ist auch schon ganz gut. Gut, eigentlich nur, weil Davalos da jetzt gerade so eine richtige Kackleistung abgeliefert hat. Aber wenn er nochmal so fährt und wir so weit vor ihm sind, können wir mit Platz 2 in der Meisterschaft rechnen. Und damit hat Yamaha, weiß ich gar nicht, gibt es ja auch Konstrukteursmeisterschaft? Ich glaube eher nicht, aber sonst hätte Yamaha den. Denke ich, glaube ich, keinen Plan. Sei es drum. Wir fahren unsere Rennen und irgendwann ist die Meisterschaft vorbei. Dann kommt noch East und dann kommt 450er Klasse. Ja, wir sind West. Ne, steht da nicht. Ach, jetzt haben wir unseren Anzug an, den neuen. Und natürlich haben wir erneut den Start mal wieder verkackt. Aber das ist ja auch nichts Neues, dass wir im Getümmel losfahren. Moment, wir sind Platz 1. Und ich kenne die Strecke doch gar nicht. Unser Anzug wird ganz dreckig. Wollte ich mal so gesagt haben. Wahrscheinlich dauert es mal so eine Woche, bis das... Okay, wo auch immer ich gerade hin wollte. Oh shit, ich muss ja hier lang. Hoppala, da hatte ich fast mich in der Strecke geirrt. Egal. Noch sind wir auf der offiziellen Rennstrecke, also von daher... Das ist ja alles hier, soweit ich das sehe, gar kein Problem. Und Plessinger ist hinter uns. Piesinger, nicht Plessinger. Der Piesinger. Er ist direkt hinter uns. So. Jetzt können wir wieder Zunder geben. Anderthalb Sekunden ist er hinter uns. Und ich glaube, der... Andere, der wird definitiv nicht mehr rankommen, der Dakotis oder... Nee, nicht Dakotis hier, der Heini da. Na, ihr wisst, wen ich meine. Ach nö, jetzt brauche ich auch noch einen Unfall. Hat trotzdem noch Platz 1 erhalten, das ist doch ein gutes Zeichen. Ah, weggerutscht. Aber das macht gar nichts. Wir sind immer noch Platz 1. Kann ja auch sein, dass wir die zweite 250er Meisterschaft, dass wir die vielleicht sogar gewinnen. Und dann kommt 450er, die Königsklasse, wo wir alle Strecken fahren. Und ja, ich sage das sehr oft, das weiß ich. Ich habe nicht nur schnellste Runde und noch nö, da überschlage ich mich. Und da ist der Piesinger. Kommt schon ganz gefährlich nah an unseren Popo ran. Ja, Full-Konzentration und ab geht die Luzi. Oh Mann, aus der Kurve weggerutscht. Ja, da ist er, der Aaron Plessinger. Der mir hier wahrscheinlich noch den Sieg klaut. Ich meine, wir haben ein super Rennen gefahren, so ist es ja nicht. Boah, jetzt drängt der mich auch noch ab. Tja, Kollege, das Spiel kann man aber auch zu zweit spielen.
Oh, das wäre jetzt ein richtig geiles Showdown gewesen, so vor der Ziellinie. Das wäre jetzt richtig awesome gewesen. So, Innenkurve und Kopf an Kopf rennen. Zwischen Piesinger und meiner Wenigkeit. Na, eine Sekunde ist nicht viel. Also vorsprungstechnisch. Und Kurve perfekt genommen. Und jawoll! Gewonnen! Hauptsache vor diesem... Okay, wie ist mein Fahrer da? Der hat voll einen an der Mappe. So, wo ist der... wo ist der denn? Howell? Nelson Davalos, Platz 15. Ach, du ahnst es ja nicht. Also an denen sind wir jetzt definitiv vorbei. Wir haben 25 Punkte. Gut, Plessinger, da werden wir jetzt noch 4 Punkte Unterschied haben. Aber der Davalos mit 6 Punkten, den haben wir definitiv gecatcht. Ja, unser neuer Anzug. Strahlen in Rot. Ja, 164 Punkte. Wir sind 15 Punkte vor Davalos. Also, das entscheidet sich jetzt wirklich zwischen Plessinger und meiner Wenigkeit. Oder ist es jetzt sogar schon vorbei? Oh, Level 17. Ja, Alpine, GoPro und Oakley. Ich glaube, dann nehmen wir jetzt Alpine Star als Sponsor.